Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich. Einen guten Morgen aus den Niederlanden. Wir sind hier 5 Kilometer vom Efteling entfernt und werden uns gleich auf den Weg dahin machen. Denn heute gibt es nicht nur die Eröffnung von Symbolika als Sonderevent, sondern wir haben heute auch ein größeres Treffen. Und man sieht es vielleicht an meinem T-Shirt. Wir haben heute ein Treffen des Coasterhead Clubs vom Planet Coaster Forum. Und ich bin schon gespannt. Es sind ein paar sehr bekannte Creator von YouTube da, es sind die Community Manager von Frontier da und ich glaube, das wird ein wahnsinnig guter Tag. Wir fahren dann gleich zum Treffpunkt und werden dann mal sehen, wie dieser Tag verläuft. Ich bin verdammt gespannt und ich freue mich tierisch drauf. Bis dann! Wir sind am Efteling und ich halte, glaube ich, gerade das Mikro zu. Es regnet noch ganz leicht. Wir hoffen, dass sich das über den Tag ein bisschen legt. Der Wetterbericht sagt, ab nachmittags wird es trocken. Und hinter mir kann man schon so ein bisschen die Gruppe sehen. Es sind noch nicht alle da. Ein paar haben Verspätungen wegen verspäteten Zügen. Und wir werden uns, denke ich, über den Tag sowieso alle aufteilen und schauen mal, wie wir uns aufteilen und wer mit wem unterwegs ist. Wir haben hier diverse verschiedene Nationalitäten da. Das finde ich super. Die Community Manager sind schon da und ich glaube, das wird einfach nur ein super Tag. Insbesondere auch dann mit in Verbindung mit der Eröffnung von Symbolika. Ich bin tierisch gespannt. Auch wenn das Wetter nicht so ganz auf unserer Seite war, sollte uns das die Laune nicht verderben. Wir hatten auch so einige in der Gruppe, die den Efteling zum ersten Mal besuchen. Die letzten beiden Male waren für mich im Winter. Somit werde ich auch seit einigen Jahren mal wieder die beiden Wasserbahnen Piranha und den Fliegenden Holländer betreten. Ist recht lange her, doch bis dahin haben wir noch andere Ziele. Wir bewegen uns mit der Gruppe den großen Hauptweg entlang, an dessen Ende jetzt das Gebäude von Symbolika wartet. Doch schon vor der Eröffnung bildete sich eine recht große Schlange vor dem neuen Dark Ride, sodass wir uns nach einigen Minuten beraten, vorerst von Symbolika abwandten, um andere Teile des Parks zu erkunden. Der Park hatte kaum geöffnet, da war Symbolika bereits auf 150 Minuten Wartezeit. Aber wir werden mal schauen, weil die angeschlagene Zeit für Single Rider liegt bei 10 Minuten. Also das wäre ja auch eine Lösung, die man in Angriff nehmen könnte. Schauen wir mal. Erstmal geht's jetzt nach langer Entscheidungsfindung unserer kleinen Gruppe, die sich abgespalten hat, zum Flying Dutchman. Und ja, da könnt ihr euch mal eine richtig schöne Queue- und Stationsgestaltung anschauen. Und hoffentlich wird es nicht zu nass, aber ich meine, das Ding war recht trocken. Na?
Der fliegende Holländer ist zumindest thematisch eines der Highlights im Efteling. Schon mit Betreten der Q-Line wird klar, dass man hier richtig ausgepackt hat. Das zieht sich durch die gesamte Wartezone bis in die Station. Diese ist als Hafenstadt gestaltet, in der die kleinen Boote anlegen, in denen wir es uns gleich bequem machen. Doch wie es manchmal so kommt, erstmal gab es einen Breakdown der Bahn. Circa 15 Minuten dauerte es, den Fehler zu beheben und es konnte weitergehen. Das soll bei dem Ride ab und zu mal vorkommen. Die Bahn wurde von Kumbach speziell für den Efteling angefertigt, sozusagen ein Gemeinschaftsprojekt. Nach Verzögerungen von einem Jahr und dem Hinzuziehen von Intermin konnte die Anlage 2007 eröffnet werden. Doch das Warten hat sich gelohnt. Die Fahrt beginnt mit einem effektreichen Darkride-Part, dessen Finale darin gipfelt, dass man einem gigantischen Geisterschiff begegnet. Nach dem Lift beginnt dann ein recht kurzer Coaster-Part, der nach ein paar Kurven und einem nicht allzu nassen Splashdown endet. Als reine Achterbahn wäre das zwar etwas schwach, doch das Gesamterlebnis reißt es hier richtig raus. Sollte man auf jeden Fall gesehen haben, das ist ganz große Themenkunst, die Efteling hier auffährt. Ja Leute, wir haben hier einen relativ vollen Tag erwischt. Ist aber nicht so schlimm, weil die meisten Wartezeiten halten sich tatsächlich trotzdem in Grenzen. Warum? Ganz einfach, alle rennen zur Symbolika. Und wir machen jetzt eine gemütliche Runde durch den Märchenwald. Einfach aufgrund dessen auch, da wir den das letzte Mal nicht mehr so richtig geschafft haben. Ja, jagen die Trompeten los. Und wir sind eigentlich auf der Suche nach einem Eis. Mal gucken, wo wir dann eins bekommen. Und hier hinter mir ist auch dieser Esel. Und mal gucken, ich weiß, kann man sehen? Irgendwo da ist ein Esel. Und ja, der kackt regelmäßig Münzen aus. Mal gucken, ob ich da was abgreifen kann. Und hier geht die Party.
Im Prinzip kann ich mich, was den Märchenwald des Efteling angeht, nur aus vorherigen Videos zum Park wiederholen. Absolut Pflichtprogramm und aufgrund der Größe des gesamten Parks ist man auch mit 2 Besuchstagen gut beraten. Sonst muss man rennen und sieht dennoch niemals alles. Dabei kann es in den dicht bewaldeten Bereichen auch durchaus mal passieren, dass man sich ein klein wenig verirrt. Tja, Freunde, wir haben jetzt schon einiges durch. Gerade kommen wir aus der Villa Volta, haben uns mal ein bisschen illusorisch auf den Kopf stellen lassen. Wir standen ja gar nicht auf dem Kopf. Und ich stelle fest, es ist erst 3:30. Und wie entspannt es doch sein kann, wenn man bis 23 Uhr Zeit hat. Das ist richtig, richtig angenehm zu wissen, dass man nicht durch einen derartig großen Park wie Efteling eben an einem Tag durchhetzen muss. Und wir haben ja morgen noch einen Tag. Trotzdem peilen wir so langsam aber sicher Symbolika an, weil das ist ja sicherlich auch für euch das Highlight überhaupt. Da werde ich natürlich auch einiges dazu sagen. Wohl in einem separaten Video. Und ich glaube, wir verlaufen uns gerade, oder? Nö. Nicht? Gut, dann verlaufen wir uns nicht. Alter. Aber bevor wir dazu kommen können, machen wir noch einen fixen Abstecher zu Vogelrock hoch. Und dann gehen wir außenrum wieder runter und ich muss mich ducken. Pass auf. Ja. Wir sind ja nämlich mitten in dem Gebiet, wo die Monorail durchfährt. Die habe ich ja auch gefilmt. Habe ich sicherlich auch schon ein paar Szenen drin. Eieiei, das ist was hier. Leute, wir sehen uns dann gegebenenfalls zu und nach Symbolika nochmal. Und ja, da wird es garantiert ein separates Video geben, was wohl schon online ist. Deswegen hier oben gegebenenfalls der Link dahin. Schaut mal rein. Es sei denn, ihr wollt euch zu sehr spoilern. Ich werde sicherlich auch Time-Marker setzen für Q-Line und Ride an sich, weil nicht jeder will gleich alles wissen. Also, wir sehen uns dann, ja, höchstwahrscheinlich zum Programmpunkt Symbolika nochmal. So, wir kommen gerade aus Vogelrock. Wir haben sozusagen den Vogel gerockt. Und jetzt, wie ihr hinter mir sehen könnt, gehen wir jetzt zu Symbolika. Und wir haben so circa, 50 Minuten Wartezeit. Ich möchte aber trotzdem die normale Queue nehmen und nicht die schnellere Single Rider, denn ich möchte von der Queue was mitbekommen. Wie die gestaltet ist, und das möchte ich euch natürlich auch zeigen. Und deswegen geht's da jetzt hin. Nun, ich habe bisher kein separates Video zur Symbolika gemacht. Das hat mehrere Gründe, dazu aber später. Erstmal, mit Symbolika hat man nach einer längeren Pause wieder einen Dark Ride ins Portfolio aufgenommen. Dass Efteling das kann, haben sie bereits mehrfach mit den älteren klassischen Anlagen bewiesen. Hier nun will man dem Ganzen noch richtig einen draufsetzen und präsentiert einen Fantasy Dark Ride mit modernster Technik. Besonders die Pre-Show nach Betreten des Schlosses hat mich besonders positiv überrascht und für einige Lacher gesorgt. Sehr gut. Doch zurück zum Grund, warum es keinen Ride-Check gab. Das liegt im Grunde daran, dass der Ride von ein- oder zweimal Fahren überhaupt nicht beurteilt werden kann. Denn es gibt mehrere Routen, für die man sich vorher entscheiden muss. Dazu sollte man auch noch ein wenig Übung darin bekommen, die Steuerelemente zu bedienen, denn diese lösen während der Fahrt viele verschiedene Effekte aus. Leider waren die Wartezeiten zu hoch, um genug Fahrten zu rechtfertigen. Ich werde aber wiederkommen und weiter üben.
Obendrauf kommt noch, dass der Ride mehrere unglaublich detaillierte Räume besitzt, durch die man fährt. Auch hier sind viele Fahrten nötig, um wirklich alles zu erfassen. Für ein oder zwei Runden ist das alles einfach viel zu viel. Das Theming-Niveau ist jedoch unbestritten wieder ganz große Klasse. Ja, Freunde, so langsam wird es mal wieder Abend in Efteling und hier überall wird Musik gespielt und das in den meisten Fällen live. Ich nehme an, das gehört zu den Sommer-Events direkt. Wir haben uns vorhin ja Aquanura angeschaut, also die erste Aufführung kam nicht so gut rüber, weil eben auch vor sehr weiß bedecktem Himmel das Ganze vorgeführt wurde. Da hat man eben die Wasserfontänen gar nicht so richtig wahrnehmen können. Wir schauen mal, dass wir später dann in der Dunkelheit nochmal eine Show zu sehen kriegen. Gerade eben auch, weil es dann sicherlich auch das Licht besser zur Geltung kommt. Und hinter mir seht ihr schon die Schiffsschaukel und die wird wahrscheinlich unser nächstes Ziel sein. Dann werden wir noch ein paar Nachtrunden auf Baron, auf den fliegenden Holländer und auf Joris drehen. Und ja, uns den Abend hier nochmal schön um die Ohren hauen. Hallo. Und je später es wurde, desto mehr war hier Party angesagt. Hat wirklich Spaß gemacht und mich positiv überrascht. War mein erstes Mal zum 7-Meilen-Sommer.
Den nächtlichen Efteling kenne ich sonst nur aus der Wintersaison. Doch auch im Sommer präsentiert sich der Park atmosphärisch beleuchtet und erzeugt nochmal eine ganz neue Stimmung. Wieder mal finde ich hier viele Worte des Lobes, wie eigentlich fast immer. Natürlich ging es nun auf zu einigen Nachtfahrten. Der erste Tag geht zu Ende und wir haben uns jetzt gerade noch die originale Aquanura-Show reingezogen und meiner Meinung nach deutlich bessere musikalische Untermalung als die Remix-Varianten. Ich muss hier mal kurz ausweichen. Und jetzt machen wir zurück zu unserem Hotel, denn morgen ist auch noch ein Tag, den wir noch mal im Efteling verbringen und mal schauen, was wir da noch so treiben. Ein paar Shows möchten wir gerne noch nachholen und dazu sehen wir uns morgen. Und ich weiß nicht, ob ich da noch mal eine separate Anmoderation mache. Es kann auch sein, dass ich direkt dranhänge. Mehr oder weniger hoffe ich splitfrei. Jetzt sind wir jetzt wieder im Park und schließen jetzt zum Rest der gestrigen Gruppe auf. Einige sind noch mal im Park und wir schauen mal, wie wir den Tag heute rumbringen. Wir möchten vielleicht auch mal schauen, dass wir die Parkshow mitnehmen. Zum Theater hier hinter mir gibt es nicht wirklich eine Info in der App, ob da was stattfindet oder nicht.
Eventuell ist es auch tatsächlich nur ein Theater für Veranstaltungen. Das müssen wir mal irgendwie rausfinden oder so. Und jetzt schließen wir jedenfalls erstmal zur Gruppe auf und dann sehen wir weiter. Heute war das Wetter nicht so ganz auf unserer Seite. Das führte auch dazu, dass ich am zweiten Besuchstag relativ wenig gefilmt habe. Das ist allerdings weniger schlimm. Die wichtigsten Tagespunkte waren sowieso eher Wiederholungsfahrten und ein Gruppenbesuch der Parkshow Ravelin. Achso, und Mittag gab es natürlich im Pancake-Restaurant. Guck mal, der Mann, der hat eine Frage. Wenn du genau hinschaust, der Trapin runter und ist dann in die Gerade rein. Wir waren mal wieder essen und wo sonst als in der Pancake-Bude da hinten, und ich habe einen Sprachfehler schon wieder. Wir gehen jetzt nochmal durch den Märchenwald zum zweiten Mal an diesem Wochenende, weil der ziemlich verwirrend ist und wir nur die Hälfte mitgenommen haben und jetzt nehmen wir die obere Hälfte. Und von der Hälfte hatten wir eigentlich auch nur die Hälfte, aber naja, wie auch immer. Jedenfalls wird das jetzt ein Verdauungsspaziergang. Und dann schauen wir mal, was der Tag noch bringt. Wir haben uns für die ganze Sache jetzt mit Essen und so mal von der Gruppe noch mal getrennt, weil die waren gestern schon in diesem Restaurant und ja, wollten heute nicht noch mal. Deswegen mal schauen. Thank you.
Mit dem zweiten Tag in Efteling geht auch das Community-Meeting zu Ende. Muss ich noch sagen, dass ich den Park unglaublich genial finde? Ich glaube nicht. Alles ist bereits auch schon in vorherigen Videos gesagt worden. Deswegen halte ich es hier kürzer. Das Treffen ist vorbei, unsere Tour jedoch noch nicht so ganz. Doch dazu in der nächsten und letzten Folge zur Coasterhead Tour 2017.